Moria! Oh! Ihr seid noch hier? Ich dachte, ihr wäret längst in Holgard. Nun, ich wurde aufgehalten. Aber ich wollte nicht gehen, ohne euch noch einmal gesehen zu haben und euch zu sagen, dass ich... Also ich ja? Doch lieber. Also ich möchte... Bitte. Oh. Ich hoffe, ihr habt mir verziehen, dass ich euch getreten habe. Oh, ich hoffe, ihr habt mir verziehen, dass ich so grob mit euch war. Ja. Ja. Und was werdet ihr nun tun, wo Serena fort ist? Ich weiß es nicht. Hier werde ich nun nicht mehr gebraucht. Nun, wenn ihr wollt. Ich brauche euch. Kommt mit mir nach Holgard. Mit euch? Ja, ich glaube, das möchte ich sehr gern. Gut, gehen wir. Nein! Ihr habt's mir gerade noch gefehlt! Oh, ich hab ihr gefehlt! Hätte ich mir denken können, dass ihr die Finger mit dem Spiel habt! Macht, dass ihr fortkommt! Oder wollt ihr noch mehr Unheil anstiften? Ja, eben nicht! Doch! Nein! Sie ist in den Wald geflohen, um ihre Brüder zu suchen. Halt die Klappe, Kudini! Ach, bitte, Ilafin, lasst mich dir helfen. Ich will kein böser Kobold mehr sein. Das bin ich nicht und das war ich auch nie. Ich glaub's nicht. Das ist doch nur wieder eins eurer Spielchen, oder? Nein. Bei meiner Ehre. Ha, so etwas kennt ihr doch gar nicht. Also gut, dann bei meiner Nicht-Ehre? Also gut, ich glaube dir. Ich weiß, dass du ein gutes Herz hast. Ja. Im Gegensatz zu ihm. Oder? Was ist mit dir, Kutmalin? Oh. Mir scheint, du bist nicht manns genug, eine Frau zu besiegen. Sieh genau hin. Das ist meine Königin. Willkommen, Prinz. Wunderschön. Meine Königin, eure Schönheit wurde oft gerühmt von jemandem, den ihr kennt. Nun, er ist nicht mehr. Lasst mich euch über den Verlust hinwegtrösten. Nicht den Mut besitzt, Gut und Reichtum zu beschädigen, um das zu bekommen, wonach sein Herz verlangt, kann nicht der Rechte sein! Sprecht ihr von euren kostbaren Teppichen? Die schone ich nur für unsere Gemächer, meine Königin! Die Kraft, die Quelle des Lebens erlöst hat, frag nicht nach dem Wert von Gold und Silber! Sie bemisst das Leben nach der Größe ihrer Liebe und ihrem Herzen.